Hallo, vielen Dank. So, ja, was tun mit Karten oder was tun Karten? Darüber möchte ich mit euch ein bisschen sprechen. Ich glaube, Karten fallen auch in diesen Bereich, wenn wir von dem Thema ausgehen, richtig, falsch, gut, schlecht, zwischen den Zeilen lesen. Also davon abhängt, wie man Karten einsetzt und für was man sie einsetzt. Und ich möchte mit euch ein bisschen jetzt zwischen den Karten lesen. Natürlich, vor allem in der Vergangenheit wurden Karten auch für nicht so gute Dinge eingesetzt, wie zum Beispiel Krieg. Hier habe ich mal exemplarisch eine Drohne hingesetzt, die natürlich auf Geodaten aufbaut, um Dinge zu tun, die vielleicht nicht in dem Sinne sind, wie wir uns das immer so wünschen. Früher wurden Karten vor allem von, ich würde sagen, europäischen Männern benutzt, um ihren Kolonialismus voranzutreiben und damit andere Länder, in andere Länder zu kommen, aber diese vielleicht auch in einer Weise zu behandeln, wie das nicht im Sinne der anderen Länder war oder anderen Bereiche. Also Karten waren auf jeden Fall immer ein Privileg und dieses Privileg wurde auch dementsprechend ausgespielt. Mit der Digitalisierung, mit dem Internet hat sich etwas verändert. Es gibt nämlich jetzt offene Karten und diese offenen Karten können wir alle benutzen. Und das ist eine ganz neue Art und Weise, wie jetzt nicht nur Kartografen, professionelle Leute von Regierungen wirklich in der Lage sind, diese Karten zu benutzen, um damit etwas für sie selber zu tun. Dieses OpenStreetMap, was inzwischen die größte Ansammlung offener Geodaten ist, kann man ein bisschen vergleichen wie das Wikipedia der Geodaten. Also Wikipedia, offene Plattform, wo jeder etwas dazu beitragen kann. So ist es auch bei OpenStreetMap. Ähnlich wie bei Wikipedia, wo es einen Knopf gibt, wo man Bearbeiten drücken kann, kann man auch bei OpenStreetMap bearbeiten. Und dann dreht sich die Webseite selber herum. Und man bekommt einen Editor auf Basis von Satellitenbildern, wo man Punkte, Straßen oder auch Polygone hinzufügen kann. Das machen inzwischen richtig viele Leute auf der ganzen Welt, die zusammen kollaborieren in allen Teilen der Welt. Und wir haben inzwischen mehr als 4 Millionen Leute, die dazu beigetragen haben. Und mehr als 4 Milliarden Punkte auf diese offene Datenbank eingetragen haben. Wenn man den ganzen Planeten herunterladen möchte, dann kann man das tun. Das sind gepackt 62 Gigabyte, nicht gepackt 850 Gigabyte. Und damit ist OpenStreetMap die größte offene Geodatenquelle der Welt. Wie gesagt, 4 Millionen Mitwirkende haben 4 Milliarden Punkte auf der Karte hinzugefügt. Diese Information, und das ist ganz wichtig, ist nicht nur da auf dieser Webseite, wie wir das vielleicht von anderen großen Kartenanbietern kennen, die ich jetzt nicht nennen möchte, sondern diese Daten können wir wirklich runterladen und mit ihnen was veranstalten. Also wir können die auf Papierkarten drucken, wir können sie auf verschiedene Geräte spielen, wir können sie offline benutzen, wir können sie designen, wir können wirklich mit diesen Daten alles Mögliche anstellen. Und das ist auch wirklich der Teil, worauf ich meinen Fokus legen möchte, weil das ist die Revolution der Geodaten, die OpenStreetMap für uns bereithält. In diesem Zusammenhang möchte ich euch ein paar Beispiele geben, die vielleicht zur Inspiration dienen können. Eins der vielleicht bekanntesten Beispiele im Zusammenhang mit OpenStreetMap war passierte nach dem Erdbeben in Haiti 2010. Dort gab es in diesem Moment keine Kartendaten, wirklich überhaupt keine, auch keine kommerziellen. Und große Teile der Hauptstadt, aber auch das Rest des Landes waren zerstört. Viele Leute wollten damals dann mithelfen und haben sich auf dieser Internetplattform zusammengefunden und haben die Daten eingetragen. Dazu möchte ich euch ein kleines Video zeigen. Einen Moment. Hier seht ihr unten rechts die Tage. Wie das so ist bei den Videos in Präsentationen, funktionieren die natürlich nicht. Jetzt funktioniert sie. Also unten laufen die Tage ab,
jetzt passiert das Erdbeben und die eingezeichneten Lichter sind die Daten, die Freiwillige überall auf der Welt zusammengetragen haben. Und innerhalb von einer Woche bis zwei Wochen gab es eine verständliche Karte der Hauptstadt und des Landes, was wiederum dann von den von der Regierung und den Hilfsorganisationen verwendet werden konnte. Genau, das obligatorische Vorher-Nachher-Bild der Hauptstadt von Haiti. Und diese Daten konnten dann direkt vom Roten Kreuz verwendet werden. Und das war eigentlich auch nur der Startschuss, weil aus dieser Initiative ist dann eine ganze Gruppe hervorgegangen. Das nennt sich das Humanitarian Open Street Map Team, welches diese Daten nicht nur für Haiti, sondern inzwischen für alle möglichen Geschehnisse und Katastrophen auf der Welt, Organisationen, Regierungen und den Hilfsorganisationen zur Verfügung stellt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch auf die Website gehen und euch dort beteiligen. Ein anderes Beispiel, was ich euch geben möchte, ist in Nicaragua passiert. Dort habe ich mit Kindern zusammen und mit Jugendlichen zusammen Karten erstellt. Und eine der wichtigen Fragen, die wir diesen Jugendlichen gestellt haben, ist, wo in deiner Nachbarschaft gibt es Probleme? Wo fühlst du dich wohl, wo fühlst du dich nicht wohl? Man muss natürlich auch in diesem Zusammenhang wissen, dass es für diese Menschen nicht unbedingt ihre Umgebung der sicherste Platz ist. Also wir haben hier auch explizit nach gefährlichen Orten gefragt. Die Jugendlichen haben diese Daten zusammengetragen, wir haben diese systematisiert und auf der Karte visualisiert und diese Karte konnte dann relativ einfach verwendet werden, um die Bedürfnisse und diesen Jugendlichen eine Stimme zu geben gegenüber den Erwachsenen, die dieses Problem vielleicht so gar nicht gesehen haben. Generell, wenn wir mit Karten arbeiten, müssen wir differenzieren zwischen dem Arbeiten mit den eigentlichen Daten der Karte, also dem Abbild der Realität, oder Visualisierungen, die wir auf die Karte legen müssen. Das sind zwei grundverschiedene Anwendungsbereiche, würde ich sagen, von den Karten. Und das erste Beispiel in Haiti war wirklich die Erstellung der Geodaten selber. Das ist ein typisches Beispiel, wie wir über das Layer der Karten nochmal eine Information darüber legen können, die eben in einem bestimmten Kontext Sinn macht. Und ich glaube, das ist auch einfach das Essentielle bei Karten, dass wir Geschichten erzählen. Es geht nicht darum, einfach nur eine Karte zu haben, um von A nach B zu kommen. Das ist auch eine Geschichte, die wahrscheinlich wichtig ist, zu wissen, wie komme ich von A nach B. Aber hier können wir wirklich eine Geschichte erzählen, welche Problematiken hat diese Nachbarschaft, dieser Teil der Stadt, und daraufhin auch dann uns fragen, warum und was können wir daran verbessern. Diese Initiative, dazu möchte ich das kleine Zitat anführen, hat der Vorstandsvorsitzende von UNICEF in Nicaragua ganz schön zusammengefasst, und ich finde, dieses Zitat passt auch ganz gut auf Jugendhakt generell. Solche Initiativen teilen neues Wissen und fördern die Innovation. Ebenso beziehen sie Jugendliche ein und geben ihnen die Möglichkeit, als Denkende und Ausführende teilzunehmen. Sie identifizieren risikoreiche Orte und schlagen Lösungen zu diesem Problem vor. Diese Erfahrung kann das Leben der Jugendlichen verändern. Gleichzeitig beinhaltet es das Potenzial, ihre Umgebung, die der Jugendlichen, zu verändern, und warum nicht die ganze Welt? Dazu möchte ich noch ein zweites Beispiel geben zu einer Visualisierung auf der Karte, also nicht der Karte selber. In diesem Projekt war ich selber nicht involviert. Das ist die Hoax Map, aber die passt, glaube ich, ganz gut auch zu dem Thema hier. Und zwar wurde hier geschaut, es gab sehr viele Falschmeldungen, oder man hat vermutet, es gab viele Falschmeldungen in Bezug auf Geflüchtete. Und man wollte da mal schauen, was stimmt daran, was stimmt daran eigentlich nicht, und hat diese Meldungen auf die Karte, auf die Deutschlandkarte gesetzt und hat diesen einzelnen Nachrichten hinterher recherchiert.
und hat damit eine sehr, finde ich, eindrückliche Visualisierung bekommen über die Falschmeldungen, die seit den in den letzten Jahren hier über Geflüchtete in die Welt gesetzt wurden. Noch eine kleine Empfehlung, wenn ihr Visualisierung machen wollt auf Karten, also nicht die Kartendaten selber, sondern auf die Karte noch eine Information hinten aufsetzen wollt, um eure Geschichte zu erzählen, gibt es innerhalb des OpenStreetMap-Ökosystems die sogenannte UMAP, umap.openstreetmap.fr, und dort könnt ihr, so wie hier auch, einzelne Marker setzen, eure Daten, die ihr habt, sofern sie denn eine Koordinate daran haben, auf der Karte visualisieren und diese Karte dann auch in euer Projekt einbinden oder auf den Webseiten zeigen, in dem Kontext, der für euch wichtig ist. Wenn ihr die Daten selber haben wollt von OpenStreetMap, dann würde ich euch Overpass API empfehlen. Das ist ein Tool, wo ihr einfache Anfragen stellen könnt an OpenStreetMap und genau einen Teil der Daten herausbekommen. Also nicht den ganzen Planeten von 62 GB runterladen, sondern in dem Fall sagen, gebt mir alle die kleinen Läden innerhalb diesen Bereiches. Und dann würdet ihr diese Daten bekommen. Also wenn ihr auf der Suche nach Geodaten seid, die ihr anderweitig verwenden wollt, Overpass API ist sicherlich der richtige Weg, wenn ihr euch für OpenStreetMap-Daten interessieren würdet. Okay, dann möchte ich Danke sagen und euch einladen, bei OpenStreetMap mitzumachen. Im Wiki findet ihr wirklich alle Informationen. Auf der Webseite selber könnt ihr Geodaten hinzufügen und ansonsten viel Spaß.